Ab dem 10. Januar 2019 wurde die Glöhr mit bis zu 100 Litern pro Sekunde wieder angestaut. Hier der Wasserstand nur 4 Tage nach dem Beginn des Anstauens. Die auf dem Grund stehende Station für Taucher ist noch zu erkennen. Schon am 23. Januar ist von der Taucherstation, hier rechts am grünen Pfeil, nichts mehr zu erkennen. Eine dünne, schneebedeckte Eisschicht liegt über dem Wasser. Aber was ist das? Ein sonderbares Zeichen im Schnee. Alien-Landeplatz oder was auch immer. In wenigen Tagen wird das Zeichen nur noch für Fische sichtbar sein. Gefüllt wird die Talsperre durch mehrere Bäche. Hier kann man die Zuflüsse Glöhr, Hellersiepen und Lohgröter Bach sehr gut erkennen. Die Natur hat hier ein wunderschönes Bild gemalt. Meter beträgt jetzt der Wasserstand vor der Mauer. Das war unser erster Teil der Glöhrflutung. Vielen Dank fürs Zuschauen.